Steins Tivoli in Hanau. Gefährlich unterhaltsam. Ab 4 Liter Holunderwein nehme ich einen Teelöffel Arsen, einen halben Teelöffel Strychnin und eine Prise Zyankali. Ja, das dürfte es in sich haben. Ja, das hat es. Könnt ihr gerade noch mal bitte den Vorhang aufmachen? Ein kleiner Familienbetrieb mit großem Anspruch. Vor der Premiere sind hier alle im Dauereinsatz. 24 Stunden. Also, es ist nicht festgelegt, ja? Aber wenn man an einem Projekt arbeitet, da ist man von morgens bis abends beschäftigt. Und alle packen mit an. Bringen wir die Leiche hierher und werfen wir sie in den großen Kasten rein. Ein Krimi steht auf dem Programm. Na, es ist jetzt so ganz tot. Arsen und Spitzenhäubchen. Die schwarze Komödie von 1940 haben sich die Theaterleute vorgenommen. Mit 9 Darstellern, aufwendigem Bühnenbild und temporeichen Dialogen. Ob das Stück bei den Hanauern ankommt, verraten wir gleich. Ja, hallo, ich habe Ihren Neffen hier in der Küche. Seit 3 Jahren gibt es das Steins Tivoli in Hanau. Spezialität Komödien. Das Besondere, es atmet Geschichte. Über 100 Jahre war es ein Kino, das älteste familiengeführte Kino Deutschlands. 2011 musste es schließen. Traurig, aber für 2 Gastronomen die Chance. Martin und Günther Stein. Ein kleiner Rundgang für Hauptsache Kultur im neuen Theater. Es ist eigentlich kaum ein Stein oder irgendwas, was wir nicht irgendwie selbst angefasst haben, ob das Wände waren oder sonstige Sachen sind. Hier ist alles in Eigenregie passiert. Vater und Sohn haben in aufwendiger Handarbeit ein wahres Schmuckstück aus dem Haus gemacht. Statt Kinosesseln gemütliche Logen. Und Erstaunliches aus der Vergangenheit. Links vom Zuschauerraum die 700 Jahre alte Stadtmauer. Hier in Hanau, was ja komplett verbombt war eigentlich, war das eben so, dass wir hier diese Wand eigentlich erahnt hatten, aber eben eigentlich nicht genau wussten, was da uns drunter erwartet. Weil die war eben wirklich von jeder Generation immer verhüllt worden mit Stoffen, Isolierungen und sonstige Sachen. Und da haben wir gesagt, in Ordnung, wir machen mal ein Stück frei. Und es war einfach irre, was wir da drunter gesehen haben. Wir haben gesagt, das muss freigelegt werden. Und die Stadt hat dann auch gesagt, ja, das brauchen wir einfach. In nur einem halben Jahr haben die Steins das Kino zum Theater umgebaut, finanziert aus eigener Tasche. Jetzt läuft es ohne Subventionen. Jedes Bühnenbild baut die Familie selbst, auch das für Arsen und Spitzenhäubchen. Die Steins, eigentlich Restaurantbesitzer, haben ein kleines Theater in Rodenbach. Der große Erfolg und ihre Liebe zur Bühne ermutigten sie, ein größeres Theater in Hanau zu etablieren. Bitte, hier hast du auch da Akkuschraube. Schraub mir was ab, schraub mir immer die Kartoffeln. Viel Arbeit, viel Herzblut. Da wir gewohnt sind, ein bisschen Hand in Hand zu arbeiten, weiß jeder, was er mit dem anderen. Der eine macht lieber die Arbeit, der andere macht lieber die Arbeit. Und schon geht es eigentlich harmonisch über die Bühne, die ganze Geschichte. Beim Tapezieren so und so. Ja. Da gibt er die Schnelligkeit vor. In anderthalb Stunden ist das tapeziert. Ja, Licht ist an. Und auch sie ist voll dabei. Luise Oppenländer, feste Schauspielerin in Steins Tivoli. Heute feiert sie ihre Premiere als Regisseurin bei Arsen und Spitzenhäubchen. So. Schauspiel studiert hat sie in Wiesbaden. Der kleine Familienbetrieb ist ein Glücksfall für sie. Toi, 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 bevor es dir zu stressig ist. Juhu! Meine Motivation ist es, dass ich einfach sehr gerne an kleinen Häusern arbeite, weil ich mich gerne selber einbringe. Und ich bin jemand, ich kann die Füße nicht stillhalten und ich möchte gerne mithelfen. Und vor allem möchte ich sehen, wenn sich was entwickelt. Das fördert mich und fordert mich. Und ich kann aber auch was zurückgeben mit meinem Know-how, was ich eben gelernt und studiert habe. Kleine Geschenke als toi toi toi. Das Familiäre, das an einem Strang ziehen. Kleine Häuser wie das Tivoli haben auch für die Schauspieler besonderen Charme. Was mir sehr gut gefällt, ist jetzt wirklich die liebevolle Ausstattung. Und dass ich finde, es ist echt ein gutes Team. Kurz vor der Premiere kommt auch der Chef noch mal vorbei, um alles Gute zu wünschen. Also in diesem Sinne, toi 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 für heute Abend. Bevor er dann beim Einlass hilft. Für die Hanauer ist das Steins Tivoli eine feste Adresse für gute Abendunterhaltung geworden. Hier gibt's sogar ein Weinchen am Platz. Das kommt an. Ich nehm's, danke. Ja. Das ist gemütlich, es hat was und es ist halt immer mal was los. Wenn einer früher schon hier in Hanau gelebt hat oder zur Schule gegangen ist, dann weiß er, dass es früher mal im Kinosaal war. Aber das ist so ein bisschen Erinnerungswert, den man dann auch noch spürt. Wo es einem gut gefällt, kommt man gerne wieder. Das Erste, was man sieht, wenn der Vorhang aufgeht, das ist
Eine Leiche. Arsen und Spitzenhäubchen. Die Krimikomödie um zwei alte Damen, die aus Nächstenliebe Männer morden. Liebevoll inszeniert und reizend gespielt. So schwer zu bekommen. Ich dachte, ich hätte mein letztes Glas schon getrunken. Aber nein. Nein, hier ist es. Ein großer Spaß und eine gelungene Premiere. Steins Tivoli, ein kleines Privattheater in Hanau, das alles daran setzt, die Leute zu unterhalten. Das war's schon fast von uns für heute. Zum Schluss Musik der Eagles of Death Metal. Genau, das ist die Band, die am Freitag im Pariser Bataclan gespielt hat, als ihr Konzert zur Terrorhölle wurde. Die Band hat überlebt, aber ihre Tournee natürlich abgesagt, verständlich. Wir würden uns trotzdem freuen, wenn sie irgendwann wieder auf die Bühne zurückkehren würden, weil der Terror darf nicht siegen. Bis nächste Woche. Tschüss.